Hallo, ihr kleinen Kacke-Sicher. Ja, es gibt mal wieder eine Folge Bus-Simulator. Juhu. Katze, Katze. Gibst dir aber den Scheißspiel nicht, weil sie sind heute mit dem Flixbus unterwegs, Alter. Schön in der Pampa. Ja, so. Ja, wir haben ab und zu schon mal den Fernbus-Simulator gespielt. Ihr wisst Bescheid, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Das ist ein Problem. Ah! Ja, und ich habe mich jetzt natürlich mal wieder zu niedergelassen, die Scheiße hier für euch zu starten. Mein Gott. Ich habe übrigens auch heute kein Lenkrad, weil ich bin zu Hause. Aber macht nichts. Nächstes Mal dann wieder vielleicht, ne? Eine freie Fahrt. Nach Bremen. Das ist ja meine Heimat, da komme ich ja weg, ne? Charakter. Moin. Oh, geil. Oh, geil. Alter. Ich glaube, das ist er heute, oder? Nee, wir fahren mal schön mit dem Doppeldecker hier. Ja, und würde ich sagen, Abfahrt? Oder was? Ja, ich will das Spiel jetzt spielen. Hä? Lass mich doch spielen. Ich will nicht, dass es lädt. Spiel starten. Ach ja, was ein schöner Tag. Junge, ist das laut. So, Leute. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bus-Simulator hier im Bus-Simulator. Mein Name ist Bus-Simulator-Mann. Ich muss mal eben noch auf die andere Seite transferieren. Ja, das ist mein Bus hier im... Oh, sag mal, jetzt ist hier die Steuerung auch so... das ist hier mein Bus im Flixbus. Wir haben schon oft... Na, ist aber egal, so. So, Flixbus. Ich hoffe, dass bald dieser Taxi-Driver-Simulator rauskommt. Da können wir mal einen neuen Beruf starten hier. Die Mucke ist doch... Ach, Radio muss ich auch noch leise stellen. Mein Gott. Die Feststellbremse, wo ist die denn? Ach, hier. Jo, Abfahrt! Wo muss ich denn jetzt hin? Ist mein Bus. Ich habe Vorfahrt. Wie immer. Wo muss ich denn hin? Ach, es ist ja... Warte mal, ich bin in Bremen. Völliger falscher Einsatz hier. Müssen wir nochmal zurück. So, dann fahren wir von Bremen nach Berlin. Ach, darf ich noch nicht. Darf ich irgendwo hinfahren? Ich darf nirgendwo hinfahren. Also, ich glaube, ich muss den Hafen anfahren, damit ich dann im Hafen auch landen kann. Also, Bremen ist ja, wie gesagt, meine Heimatstadt. So, das gleiche jetzt nochmal. Es ist hier mein Bus. Da, da, da. Mach mal auf. Oh, das ist die Polizei. Ja, dann müssen wir jetzt hier mal ganz vorsichtig an der Polizei vorbeischleichen. Wir sind eine Katze. Oh, Entschuldigung. So, das soll jetzt hier Bremen sein, oder was? Ich habe jetzt hier noch nichts wiedererkannt. Oh, das ist der Bremer Hauptbahnhof. Hier ist eigentlich ein McDonald's. Und kein Laden, wie der ist. Also, das sieht schon ähnlich aus von der Anfahrt her, wie man es kennt. Ja. Ja, es sieht dem Ganzen schon recht ähnlich aus. Ich sag mal. Oh, wir sind schon dran vorbei. Na gut. Also von vorne sieht er dem Ganzen schon okayisch ähnlich aus. Diese Straße hier, die gibt es halt eigentlich nicht. Aber hier ist auf jeden Fall auch Imbiss und so. Ja, doch. Also es ist jetzt... Oh, hier darf ich nicht lang, oder was? Nö. Wie fahre ich denn jetzt rückwärts? Was ist denn nur? Oh, jetzt habe ich zurückgesetzt, oder was? Na gut. Ja, dann fahren wir hier rein. Ich muss jetzt hier Vollgas geben mit Hupe. Quasi unsere Sirene. Unsere Hupe ist unsere... Ja, Sitzpass wackelt und hat Luft, würde ich sagen. Hallo? Hast rein geparkt, würde ich sagen, oder? Ich glaube, ich muss mal den Motor ausmachen. Moment. So, machen wir hier mal auf. So, wer will denn alles schön mit nach Berlin fahren, Freunde? Hallo? Abfahrt 10.02 Uhr. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Dankeschön. Finn, wo bist du hin? Du sitzt ja schon drin, sag mal. Was machst du da? Was machst du da an deinem Handy? Was machst du da? 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 Was du da machst? Na gut. Hi, Grüezi. Nee, du bist raus. Mahlzeit. Hä? Hier muss ein Missverständnis vorliegen. Grüezi. Grüezi. Wenn du noch einmal Grüezi sagst, dann schicke ich dich nach Hause. Grüezi. Ciao. Salut. Fahren Sie in meine Richtung? Nein. Hallo. Hallo. Hi, guten Tag. Servus. Wie bitte? Nein, es ist nicht gültig. Sie sind sich da ganz sicher? Ich bin mir 100% sicher, dass Sie mit Servus nicht in meinen Bus kommen. Servus. Nein. Hallo. Hallo. Danke sehr. Fehlt hier noch jemand? Nee. Gut, Gepäck ist auch verstaut. Meine Damen und Herren, an der Flugreisezugfahrt vom Bus her. Mein Name ist Kuschinski von Scheiße her. Wir fahren jetzt von Bremen. Halt mal euer Maul. Wir fahren von Bremen nach Berlin drin. Da könnt ihr ein bisschen abzappeln, ein bisschen MDMA, ein bisschen Berghain, weißt du? Und dann fahren wir Montag wieder zurück, wenn ihr Bock habt. Ansonsten schönes Wochenende, gute Reise, Abfahrt, schlaut euch an, halt euer Schnauzen. Danke. So, ich glaube, die haben wir überzeugt. Setzt den Gang in eine neutrale Position? Was murmelt ihr da hinten? Setzt den Gang in eine neutrale Position? Aber wie mache ich das? Hey, Handy aus! Aha! Hier drin wachsen schon Eiszapfen. Alter, dann mach die Scheiße halt wieder aus. Hey, wir sind 2 Minuten unterwegs und die meckern schon. Hey, ich würde gerne ins Internet. Geht das? Ich kann dich nicht ins Internet schenken. Fahr jetzt schön nach Berlin, ne? Oh, wir sind über Rot, aber war noch
War noch kirschgrün. Sag ich jetzt mal, ne? So. Ihr kleinen Stinkerchen, ich hau euch auf die Schnauzen. Ist ja so easy, mit dem Bus zu fahren, ne? Hey! So, wir haben volle Fahrt voraus, grün. Ich komme in die Toilette nicht rein. Hier wird auch nicht reingeschissen, Alter. War das jetzt halt die 3 Stunden, die wir fahren? Ich muss mal schnell überholen. Oh, so ein Taxi würde ich so gern mal fahren, ne? Ja. Könnten Sie vielleicht mit etwas mehr Gefühl fahren? Nein, ich habe keine Gefühle mehr. Mein Herz wurde mir ausgerissen. So, jetzt hier schön um die Ecke. Auf Lock. Oh, mein Gott. Warum soll man sich also anstrengen? Ja, genau deswegen, Alter. Wir sehen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Alter, jetzt halt mal deine Fresse. Ich versuche euch hier gerade kurz einfach mal das, was wir jetzt verkackt haben, gemeinsam vor allem, wieder auszubügeln, sag ich jetzt mal. Komm ich hier rüber? Jo. Oh, oh. Ich komme in die Toilette nicht rein. Das ist also dein größtes Problem gerade, oder was? Hilfe! Hilfe! Ich mach die Klimaanlage lieber an. Jungs, Mädels! Ja. Stau auf der A1. Geht gleich weiter, die Fahrt. So. Also, meine Damen und Herren, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, sind wir leicht vom Weg abgekommen. Während unserer Fahrt, aber es ist ja hoffentlich niemand verletzt, oder? Wenn ich mir jetzt hier die Gesichter so ansehe, geht's euch allen gut, ja. Die Klima mache ich an, geschissen wird ja immer noch nicht, damit es mal klar ist hier, junge Frau. Ne, mit Durchfall und die Hahiria hier nicht in meinem Bus. So, dann gehen wir jetzt hier mal wieder schön hin. Oh, dann geht das los. So, deine Mutter, Alter. Die Fette. So, jetzt haben wir noch schöne 435 Kilometer vor uns. Oh, warte mal, ey. Oh, shit. Oh. Mein Nagel ist angerissen. Oh, wir haben einen Astrein-Backflip gemacht. Sie sehen auch den Wald vor lauter Bäumen. Alter, halt mal die Fresse. Wir haben gerade einen übelsten Backflip gemacht. Das gibt bei Tony Hawk so viele Punkte. Da hat sich jemand im WC eingesperrt. Es wird hier nicht geschissen. Wie oft soll ich das noch sagen? La da di da da. Ja. So. Weg hier von meiner Straße, Digga. Das ist hier meine City. Oh, Unfall. Alles verschüttet. Danke. Heul leise, Digga. Ich versuche hier gerade dein Leben zu retten. So, ja, die letzten 400 Kilometer schaffen wir noch, oder? Da hat sich jemand im WC eingesperrt oder kommt nicht mehr heraus. Junge, dann kack dir in die Hose oder hol ein paar Windeln, Alter. Das ist doch nicht mein Problem. Ja, und sonst so. Alles gut? So, wir machen das jetzt richtig schön kalt. Oh, oh, oh. So. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Nee, da fickt jemand. Entschuldigung. Oh, hier ist eine Polizeikontrolle. Pack die Drogen weg. Wenn ich sage jetzt, dann sprintet ihr übers Feld raus. So, Herr Officer, hallo. Führerschein habe ich, genau. Ja, Fahrzeugschein haben wir auch. Und was immer der Tachograf ist, wir sind komplett clean. Gut. Ich zittere wie Espenlau. Oh, ich zittere wie Espenlau. In meinem Telefon wird nicht gefahren. Andersrum. Ich komme in die Toilette. Oh, jetzt geh mir doch nicht auf den Sack mit deiner Scheiße. Ja, geh kacken. Ich mach jetzt hier alles an. Internet aus. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Wirklich? Vielleicht dann doch mal das Navi nutzen. Was ist die Frage? Oh, alles okay bei euch? Hopp. So. Leute, das war mal wieder eine Runde Bussimulator. Wir haben unser Ziel leider heute nicht erreicht und vielleicht fahren wir nächstes Mal mit dem Schulbus und kutschieren ein paar Kinder. Ja,